Setze dich mit gestreckten Beinen auf deine Matte. Fersen drücken in den Boden, Zehen zeigen zu dir. Die Stabhaltung, Dandasana. Ziehe mit der nächsten Einatmung dein rechtes Knie zu dir heran und lege deinen rechten Fuß unter dein Gesäß. Einatmen, strecke dich nach oben. Ausatmen, komme aus der Hüfte heraus nach vorne. Umfasse deinen linken Fuß oder lege die Hände auf deinem Schienbein ab. Variation der halben Vorwärtsbeuge, Jano Shirasana. Schließe deine Augen und versuche mit jeder Ausatmung aus der Hüfte heraus mehr loszulassen. Jano Shirasana stärkt den Rücken, Lenden und Hüfte und macht sie beweglich. Strecke dich mit der nächsten Einatmung, mache dich ganz lang. Ausatmen, Namaste. Komme nach vorne, winkle dein linkes Knie an und lege es vor deine Hüfte. Das rechte Bein ist gestreckt. Umfasse deine Ellbogen hinter deinem Rücken und richte dich auf. Lasse deinen Blick zum Himmel schweifen oder schließe die Augen. Die halbe Taube. Ekko Hasta Pada Kapot Asana. Atme tief in deine Hüfte und Leisten. Diese Asana öffnet den Brustkorb und stärkt Herz und Lunge. Setze deine linke Hand auf und umfasse mit der nächsten Einatmung dein rechtes Fußgelenk mit deiner rechten Hand und ziehe es sanft zu dir heran. Atme tief und genieße die Dehnung. Ausatmen, löse die Stellung. Komme in die schiefe Ebene und spüre die Kraft in dir. Ausatmen, gleite zum Boden. Einatmen, presse die Hände fest in die Matte und komme in den heraufschauenden Hund. Ausatmen, drücke dich in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Deine Arme sind ganz gestreckt, deine Fersen ziehen Richtung Boden. Schiebe dein Steißbein zur Sonne und atme tief. Einatmen, ziehe deinen rechten Fuß zum Himmel. Ausatmen, bringe ihn zwischen deine Hände. Setze dich auf deinen linken Fuß. Einatmen, strecke deine Arme, mache dich ganz lang. Ausatmen, lasse dich aus der Hüfte heraus nach vorne, über dein rechtes Bein fließen. In Jano Shirsasana. Jano Shirsasana harmonisiert das Sonnengeflecht, dein Energiezentrum im Bauchraum und entwickelt Geduld, Hingabe und die wunderschöne Fähigkeit loszulassen. Strecke dich mit der nächsten Einatmung, mache dich ganz lang. Ausatmen, Namaste. Komme nach vorne, winkle dein rechtes Knie an und gleite in die halbe Taube. Umfasse deine Ellbogen hinter deinem Rücken und richte dich auf. Dein linkes Bein streckt sich nach hinten. Ekka Pada Raja Kapot Asana macht die Hüfte, die Wirbelsäule und Schultern beweglich und entwickelt allgemein die rückbeugende Flexibilität.
Setze deine rechte Hand auf und umfasse mit der nächsten Einatmung dein linkes Fußgelenk mit deiner linken Hand und ziehe es sanft zu dir heran. Atme ruhig und bewusst in die Dehnung. Ausatmen, löse die Stellung. Ein, komme in die schiefe Ebene. Aus, gleite zum Boden. Ein, heraufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Presse die Mittelfinger kräftig in die Matte, Fersen ziehen zum Boden. Kopf, Kiefer und Nacken sind ganz entspannt. Senke mit der nächsten Ausatmung deine Knie zum Boden und komme in die Stellung des Kindes. Balasana. Lasse erst noch die Arme gestreckt und lege die Hände dann zu deinen Füßen. Lasse alles los und genieße die Weite im Becken.